Alles gut. Machen wir weiter. Geladen, ne? Wie soll das anders sein? Würfelzucker, Gelierzucker, Puderzucker, was in der Richtung. Ja. Schwer mit 23 Tonnen, ne? Also es kann sein, dass ich gleich richtig runter muss mit der Geschwindigkeit. Also. So ist das nun mal im Leben. Können nicht alle mit Boss durch die Gegend fahren, mit kleinen Briefchen mit 7,5 Tonnen Ladung. Ja. Mehr haben die nämlich nicht drauf. Wenn überhaupt.
sogar tot. Moskau. Für ihr Lebenslang. Wir waren das doch gleich. Zunächst die Temperaturen. Berlin, klar, 13 Grad. Dresden, gelb, 16. Erfurt, klar, 12. Frankfurt am Main, Stadtteil, 16. Hamburg, klar, 16. Magdeburg, klar, 13. Mainz bedeckt 15, München bedeckt 17, Potsdam knapp 14, Saarbrücken und Stadtbrück 14, Schwerin knapp 19 und Stuttgart stark bewölkt 15 Grad, Vorhersage. Heute wolkig mit einigen Schauern oder Gewittern im Nordwesten Deutschlands und von der Ostsee bis nach Brandenburg und Sachsen zuvor noch eine Zeit Sonne. Höchstwerte 16 Grad in den Alpen bis 25 Grad an der Oder. An der Nordsee frischer und stark bewölkter südlicher Wind. Morgen wechselnd bewölkt und im Tagesverlauf gebietsweise Schauer und Gewitter. Mehr Sonne und geringere Schauerneigung im Süden und Osten Deutschlands. Höchstwerte 17 bis 13. Altmühltal, Nürnberg, Berlin. Kräftige Schauer. Kippenberg, Weingries, Riedenburg und Deckendorf. Verkehrsbehinderungen auf folgenden Strecken. Die A3 in Passau Richtung Oberhausen ist zwischen der Rosenhof und Neutraubling nach einem Unfall gesperrt. Zwischen Bad Camberg und Limburg Süd ist die A3 in Passau Richtung Oberhausen nach einem Unfall im Baustellenbereich gesperrt, zurzeit Stau. A5 Richtung Kassel. Zwischen Bühl und Baden-Baden blockiert eine
Informationen über den Stand der indirekten Gespräche gibt es nicht. Auf Sieberts berichtete die ARD-Infonacht. Eine Gemeinschaftsproduktion von B5 aktuell, RBB Inforadio, SWR Info, HR Info, Antenne Saar, NDR Info und MDR Info. Die ARD-Infonacht. Auch nachts einfach gut informiert. Die Menschen in den ostukrainischen Rebellenhochburgen Donetsk und Lugansk leiden. Seit Tagen haben sie weder Wasser noch Strom. Die Nahrungsmittel werden knapp. Die Kämpfe nehmen zu. Humanitäre Hilfe wäre dringend notwendig. Das wissen alle Konfliktparteien. Aber auf eine abgestimmte Aktion konnte man sich zumindest bislang noch nicht einigen. Nun hat Russland im Alleingang 280 LKWs angeblich mit Hilfsgütern auf den Weg geschickt. Kann groß sein. Als die 280 Lastwagen mit Hilfsgütern von Moskau in Richtung Ukraine starteten, wusste das internationale Kommentar nichts über den Transport. Nicht, wo er fährt, nicht, was er gelangt wird. Gestern hatte der russische Außenminister darauf reagiert, dass er nicht gerade ankam, ohne die Federführung bewundert wurde. Inzwischen weiß das Rote Kreuz in der Presse, dass die Lastwagen dürfen wir immer noch 80 fahren auf der Autobahn. Dann haben sie
solche Leute wie er ganz schwer. Weil, naja, der Grund ist ja naheliegend. Ne? Ich bin 90 gewohnt mit meinem LKW. Ganz einfach. MAN. Bayern Fass. Eichbach. Ach, Eichbach ist AIC. Wir holen noch ein bisschen. Hast du noch genug Zeit? Ja, jetzt kannst du rüber. Richtung kann er mit seinem Jeep. Naja, wurscht, egal. Also so ein kleines Problem.